Hey ho, ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Heute spielen wir einfach mal so ein bisschen mit Make-up. Total lässig, einfach mal ein bisschen Zeugs drauf klatschen. Und wenn ihr sehen wollt, wie dieser Haufen an Rouge auf mein Gesicht gekommen ist, dann bleibt dran. So, ihr Lieben, wollen wir uns mal einfach nur ein bisschen schminken? Wisst ihr, ich gehe nachher mit meinem Mann ins Kino. Mein Kind ist gerade bei Oma und Opa. Und ich habe hier einfach noch so ein paar Sachen liegen, die möchte ich gerne ausprobieren. Es sind schon wieder fast nur neue Sachen, die ich hier liegen habe. Aber einfach nur so, ja, so ein bisschen, ja, mit Make-up rumspielen. Das machen wir jetzt. Und zwar habe ich hier was liegen, was ich noch nicht ausprobiert habe. Das hat mir Nadja mitgegeben. Und zwar von How Cosmetics, worüber alle Influencer so reden, warum auch immer, keine Ahnung. Dieses Indigo Child, da hat sie noch so ein kleines Pfützchen drin gehabt und das hat sie mir netterweise überlassen. So sieht das aus. Ich habe das noch nicht ausprobiert und alle finden ja den Glow davon so toll. Und es hat so einen bläulichen Glow. Ich glaube, das seht ihr ziemlich schnell. Oh. Ja, okay, es hat wirklich einen ganz schön krassen, kühlen Glow. Mag man das? Weiß ich nicht so genau. Ich mag eigentlich lieber so ein bisschen so einen güldenen Glow. Vor allen Dingen habe ich gestern abends Self-Tan benutzt im Gesicht, also Selbstbräuner, weil ich sah so kackenbleich aus und jetzt für gestern, für mein bleiches Gesicht, hätte das ein bisschen besser gepasst. Es riecht ganz angenehm, es ist schon ordentlich parfümiert. Und ja, die klitzekleinsten Glitzerpartikel, aber oftmals verschwinden die natürlich unter Make-up hinterher. Ganz schön blau. Seht ihr mich da auch so blau lila wie in echt? Uiuiui. Na gut, wollen wir mal gucken, wie ich hinterher aussehe, ob ich dann noch mit meinem Mann ins Kino gehen kann. Für unter die Augen nehme ich meinen heiß und innig geliebten Tarte Under Eye Corrector. Ich habe hier die Farbe Light Medium, also die hellere. Und ich wurde neulich gefragt, ob der was für helle Haut ist. Also ich habe jetzt heute jetzt nicht so helle Haut, weil ich Selbstbräuner im Gesicht habe. Aber ich habe jetzt auch nicht die dunkelste Haut. Und ich denke, wenn man hinterher eine Foundation drauf trägt, glaube ich, dass das funktioniert. Auch bei helleren als mir. Ich stehe halt voll auf das Ding, ne? Also es ist wirklich, es hat echt Ben Becker für mich abgelöst. Das muss ich sagen. Ich hatte den Becker neulich drauf und ich hatte das Gefühl, ich hatte im Laufe des Tages plötzlich so Augenringe. Das habe ich halt mit dem nicht und ich benutze mit dem auch gar keinen Concealer. Okay, wir wollen mal sehen, ob ich heute einen Concealer benutze. Weiß ich noch nicht. Ich pflege mal meine Lippen zwischendurch mit diesem kleinen Scheißerchen von Fresh, diesen Sugar Mint Rush, den ich jetzt nicht aufkriege. Ich liebe die Lippenpflege von Fresh, ehrlich, ich finde das richtig geil. Der hier ist halt so ein bisschen mintig. Ich liebe das. Ich lasse mal eben mein Indigo Child so ein bisschen in die Haut einziehen, damit wir gleich mit der Foundation weitermachen können. Machen wir mal weiter mit einem Produkt, auf das ich gerade nicht verzichten kann, weil ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ziemlich starke Rötungen habe. Der IT Cosmetics Bye Bye Redness, oh mein Gott, er geht zur Neige. Aber ich kaufe ihn noch nicht. Ich kaufe ihn erst wirklich, wenn er alle ist. Passt auf, dann ist er ausverkauft. Obwohl, das ist eigentlich kein Produkt, was unbedingt ausverkauft sein wird, schätze ich mal. Es sei denn, Hatice hält ihn in die Kamera. Dann muss ich natürlich dann ganz schnell sein, wenn sie das tut. Also da darf ich nicht zögern. Das ist ja immer die Gefahr, ey. Das ist wirklich ein Phänomen, was ich auch durchaus verstehen kann, ne? Ich meine, ich gucke Hatices Videos auch und ich mag sie auch ganz gerne. Gut, es ist halt immer bei diesen ganz großen YouTubern immer so eine Sache, ja, die, ach, wie soll ich das sagen?
Es ist schon, also ich persönlich, oh Gott, jetzt werde ich gekillt wahrscheinlich. Jetzt geht es nicht nur um Hati, um die am ehesten, am wenigsten, würde ich mal sagen. Es hat alles oftmals so einen wirklich Touch von Werbung. Wisst ihr, was ich meine? Also man hat immer halt das Gefühl, ich meine, ich kann es auch verstehen, ja, wenn man einen Arsch voll Produkte kriegt und so, und dann, ja, es hat halt irgendwie immer so einen Touch von Werbevideo. Nicht immer, bei vielen hat es einen Touch von Werbevideo. Oh mein Gott, Jenny setzt sich in die Nesseln, jetzt kriege ich Ärger. Jetzt werden alle ausflimmen. Nein, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ja, das ist natürlich nicht die Realität, ne? Also, ich meine, ich kaufe schon extrem viel Make-up, was auch eigentlich nicht normal ist oder die Realität oder das, was die meisten von euch tun. Aber wenn du dann noch 4000 PR-Pakete bekommst, dann könnte ich mir vorstellen, verliert man auch so ein bisschen den Bezug dazu, zu den Produkten. Zumindest habe ich das Gefühl. Also, ja, ich höre jetzt lieber auf mit dem Thema. ja, pass auf. So, ich habe jetzt mein Bye Bye Redness drauf und es sieht schon mal alles viel, viel besser aus. Ich habe ja immer noch aktuell gerade hier heute drei Foundations liegen, die ich noch nicht vor der Kamera ausprobiert habe. Ich weiß nicht, wenn ich das Video online stelle, ob ich die anderen Reviews, die ich gemacht habe, dann schon online habe. Das weiß ich noch nicht. Aber ich habe gerade aktuell hier drei Stück stehen, die ich noch nicht mit euch ausprobiert habe. Und zwar die beiden. Einmal die Zoeva Authentic Skin. Die Holika Hardcover Glow Foundation und den Kevin Aucoin Balm, den ich selber schon mal ausprobiert habe und sehr gemischte Gefühle habe. Den hebe ich mir mal noch mal für ein anderes Video auf oder vielleicht mache ich auch einen Wear-Test zu dem, das weiß ich noch nicht. Und ganz genauso die zu Eva. Ich denke, entweder mache ich hier eine Review. Oder bei Instagram in den Stories. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Das muss ich. Ich würde die zu Eva vielleicht gerne auch ein, zwei Mal noch vorher tragen. Wir spielen jetzt mal mit dieser Holika rum. Hardcover Glow heißt die Foundation. SPF 20. Ich habe hier die Farbe 04 Honey. Ich habe die bei Yes Style gekauft. Ich habe da sogar so einen Influencer-Code, Leute. Also jeder, glaube ich, kann sich so einen Influencer-Code anlegen. Der heißt Jenny Jenny. Also wenn ihr da was bestellt, könnt ihr da, glaube ich, irgendwie 5% oder sowas sparen. Bei diesem YesStyle, da kann man so Silber-Member werden oder Gold-Member oder Influencer-Member. Und wenn man, die legen, glaube ich, nicht so viel Wert auf Reichweite, weil ich habe den meinen Instagram-Account, den musst du dann da reinschreiben. Das kann echt, glaube ich, jeder machen. Das ist nichts Besonderes und ich habe ja auch nichts. Das habe ich selber gekauft, ne? Ich gucke mir die jetzt mal an. So sieht die aus. Ich habe die gesehen bei wem? Maxim. Genau, der hat irgendwie eine Kooperation gehabt, irgendwie mit Yes Style und hat die getestet. Und er hat gesagt, das ist die glowigste Foundation, die er jemals gesehen hat. Und was habe ich dann getan? Sofort bei Yes Style diese Foundation geordert. Und ich arbeite die jetzt mal ein in meine Haut und dann sehen wir mal, wie die aussieht. Hardcover. Sieht ganz gut aus, ne? Hardcover Glow hört sich natürlich auch richtig geil an, ne? Also das sagt uns, wir haben hinterher makellose Haut, die strahlt bis zum Himmel. Wer will das nicht? Ich werde ja öfter echt nochmal nach diesem Pinsel hier gefragt. Da kann ich leider nur sagen, das ist eine Limited Edition von IT Cosmetics gewesen. Zu. Nicht Halloween, ja, ist klar. Ein Herzpinsel zu Halloween, ja, Jenny, ist klar. Wie heißt denn das, was ich auch nicht feier? Valentinstag. Meine Güte, das Hirn. Genau, das war eine Limited Edition zum Valentinstag, glaube ich. Und
Der hat ganz schön Wellen geschlagen, also muss man sagen, ist aber auch wirklich ein sehr geiler Pinsel. Ich glaube aber, oder ich habe irgendwo gehört, gesehen, wie auch immer, dass It Cosmetics, glaube ich, zu Weihnachten ein Sternchenpinsel rausbringt. Keine Ahnung, wie der dann so von der Handhabung ist, aber der, ich gehe mal davon aus, dass der vom Haaraufbau und von der Gepacktheit und so wahrscheinlich ähnlich ist, ne? Könnte ich mir vorstellen. Deshalb, ja. Oder ansonsten müsst ihr vielleicht mal bei Kleiderkreisel und so gucken, wenn ihr den nicht habt. Vielleicht kriegt ihr den da noch irgendwo, wobei ich mir vorstellen könnte, dass den nicht wirklich jemand abgibt. Also, weil er ist wirklich ganz toll. Das ist ein ganz, 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 ganz toller Pinsel. Das muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, ich meine, der hat so Wellen geschlagen, vielleicht bringt It Cosmetics genau den auch nächstes Jahr zum Valentinstag nochmal raus. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Also ich muss sagen, im Moment Foundations zu testen, ist irgendwie fies, weil meine Haut ist ganz, ganz blöd. Die nimmt Foundations nicht so schön auf. Ich sehe immer faltig und trocken aus um den Mund rum. Das habe ich bei fast jeder Foundation, die ich jetzt in letzter Zeit getestet habe. Morgen werde ich nochmal wieder eine Foundation tragen, die ich in- und auswendig kenne, wo ich genau weiß, wie sie auf mir sitzt und gucke dann mal echt, ob das gerade an meiner Haut liegt oder wirklich an den neuen Foundations. Weil so sieht erstmal schön aus, ne? Aber wenn ihr nah rangeht, finde ich es hier doch ziemlich, ja, trocken und faltig. Also es ist jetzt nicht schlimm, aber es ist auch nicht das schönste Ergebnis. Ansonsten muss ich tatsächlich sagen, ist sie wirklich sehr glowy und gefällt mir auf den ersten Blick ganz gut. Ich werde auch noch immer gefragt, wie der Unterschied zwischen diesen beiden oder welcher ist besser. Das kann man so nicht sagen. Also es ist nicht einer besser als der andere, sondern der hier ist eher, finde ich, besser, wenn man stempelt, also so wie ich es jetzt gerade mache, um ein bisschen Deckkraft aufzubauen. Und der hier ist wirklich für so eine leichte Hand zum Einpolieren, finde ich, schöner geeignet. Und da ich im Moment so Rötungen habe, brauche ich mehr Deckkraft und weniger Einpolieren. Ich habe ja sowieso schon mal gehört, dass wenn man es zu stark bufft, ja, wenn man zu stark mit kreisenden Bewegungen die Foundation aufträgt, gerade bei trockener Haut, Trecker-Alarm, dass man dann möglicherweise Hautschuppen aufwirbelt und dann die Foundation nicht so schön sitzt, als würde man sie eben so einpressen. Und ich bin halt eigentlich echt nicht so ein Schwämmchen-Typ, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist irgendwie, mache ich es lieber mit dem Pinsel. Ja. Ich habe zwar jetzt diesen neuen hier mit diesem, ja, da soll man die Foundation drauf machen. Das ist so eine Plastikschicht. Und dann schon mal auftragen und dann erst einarbeiten, damit nicht so viel von der Foundation geschluckt wird. Ich finde den Schwamm an sich ganz nett, weil der ist sehr schön weich und so, es ist ein netter Schwamm, ob jetzt dieses Gimmick mit diesem Plastikding da, ja, braucht man nicht unbedingt. So, also einen schönen Glow macht die Foundation auf jeden Fall. Jetzt nicht übertrieben, ne? Aber schon, doch, sie ist schon ziemlich glowy. Aber ich sehe halt echt trocken aus im Moment, ne? Ich sette mal so ganz bisschen paar Stellen mit dem Höllenpuder. Habe ich das Video schon online gestellt? Das weiß ich noch gar nicht so genau, aber das ist dieses neue Puder von Revolution. Das, wie heißt das? Loose Setting Powder. Ich habe die Farbe Light Yellow und ich finde das Puder ziemlich schön, aber es hat eine ganz blöde Verpackung. Eine Riesensauerei-Verpackung. damit sette ich jetzt mal so ein kleines bisschen. Ich habe mir eben noch einen MAC Paint Pot drauf gemacht, habe den nicht mitgekriegt, weil das ist ja ziemlich langweilig, so ein Paint Pot aufzutragen, nicht wahr? Dieses Puder, das hat irgendwie, das ist so eine Schweinerei. Das hat so ein
bisschen Glow, finde ich. Also mir gefällt das tatsächlich echt gut. Vor allen Dingen, man sieht überhaupt nicht pudrig damit aus. Also das finde ich am besten. Das, ja, ist ein cooles Puder, Leute. Ich hätte nur so ganz bisschen, mein Gesicht, es riecht unangenehm, wenn man es aufträgt, merke ich gerade, wenn man es so. Aber es riecht nur nach Puder. Also es ist nicht parfümiert, würde ich sagen. Es ist parfümiert. Wenn ich jetzt hier dran rieche, dann ist es, als würde ich eine Leine ziehen oder was. Nee, es riecht einfach nur nach Puder. Nicht, dass ich wüsste, wie es ist, eine Leine zu ziehen, aber es sieht so aus, also ein bisschen so Puder durch die Nase. Oh, Leute. Und ihr könnt vielleicht auch sehen, dass dieses Puder immer noch sehr viel Strahlen durchlässt, auf jeden Fall. Und das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich gut. Ja. Also für kleines Geld kann man sich das auf jeden Fall mal angucken. Ich mag das. So, Augen, ne? Ich habe ein paar Sachen hier liegen für die Augen. Und hauptsächlich Creme-Gedöns. Einmal habe ich mir von Beauty Bay, die haben jetzt die Liquid Crystal Eyeshadows. Das ist wirklich so Stila Magnificent Metal mäßig, ja, also ziemlich glitzerig. Das hatte ich schon mal nur so geswatcht. Ich finde es wirklich ziemlich schön, aber ähnlich chunky wie diese Stila-Dinger. Ich mag die ja nicht von Stila. Die sind mir zu, ja, zu chunky zu. Da ist das Gold so oder das Glitzer so hart auf dem Auge, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich habe ja aktuell hier meinen Natasha Denona Creme-Lidschatten. Das ist ja im Grunde auch sowas, aber da ist alles halt viel, oh Gott, voll die Produktverschwendung, ey. Viel feiner und cremiger. Und jetzt, die Farbe ist natürlich nicht gleich, aber so vom Produkt. Mal gucken, vielleicht spiele ich hiermit noch rum, das weiß ich noch nicht. Dann habe ich von Sleek diese Flash-Foil-Dinger. Habe ich auch schon ausprobiert. Sieht affengeil aus. Finde ich, wird aber recht schnell so fest und dann wird es schwierig mit dem Verblenden und wird so ein bisschen krustig. Wisst ihr, was ich meine? Aber guck mal, ist auch mega geil hier. Also es ist wirklich nicht glitzerig, sondern eher wirklich so folienmäßig, ne? Ist auf jeden Fall auch eine coole Geschichte. Dann habe ich von Trend It Up aus der aktuellen Limited Edition zwei Creme-Lidschatten mir geholt. Wobei ich sagen muss, da ist erstmal große Enttäuschung angesagt, weil sieht erstmal so ganz cool aus. Den habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich habe den anderen schon ausprobiert. Neulich mal auf dem nackten Auge, ohne irgendwie eine Base oder irgendwas anderes. Den hier, der hat so ein Grün-Gold-Reflekt irgendwie. Leider verblendet er sich vollkommen ins Nirvana. Also, da war am Ende nichts mehr von übrig. Und diesen Trended-Up-Lidschatten MAC Club Verschnitt, sage ich immer, ja, also da habe ich ja eine Leidenschaft für. Da ist er. Der Fingerswatch hier ist voll toll. Guck mal, was da übrig bleibt. Gar nichts. Okay, aber den nehmen wir jetzt erstmal so, ja, übers Augenlid. Ziehe euch mal ein Stückchen ran und dann hauen wir uns den einfach mal so schön aufs ganze Auge. Vielleicht geht es jetzt mit dem Pinsel auch besser. Ich rausche mal die Oberfläche an, hau mal richtig. Oh ja, jetzt wird er auch pudrig. Schön Produkt drauf und dann gucken wir mal. Ich habe mein Lid nicht gesettet. Oh, da kommt überhaupt nichts rüber, ey. Habe ich gedacht, gibt es mal einen coolen aus der Drogerie. Aber guckt mal, Leute, echt. Das ist doch für'n Arsch, oder? Also. Ja, vielleicht kommt jetzt was. Ja. Es ist aber eher auf der dezenten Seite, finde ich. Also wenn man jetzt zum Beispiel, gut, MAC Club ist auch eher soft, würde ich sagen. Aber wenn ich jetzt dazu mal oder als Vergleich mal Blue Brown nehme, das Pigment, ne, das ist natürlich, ja.
Das haut einen von den Socken. Ja, es ist schon okay. Es ist okay, aber es ist mehr als okay, ist es auch nicht, finde ich. Ich habe hunderte von diesen Tönen, Leute, ehrlich. Ich bin, das ist so, keine Ahnung, was ich da für einen Schaden habe. Aber wenn ich eine Palette sehe, ne, es kommt eine neue Lidschattenpalette draus und mich interessiert das überhaupt nicht, aber da ist so ein Ton drin. Dann, ich kaufe sie mittlerweile nicht mehr immer sofort, aber ich bin zumindest immer dann plötzlich interessiert. Keine Ahnung warum, weil ich könnte ja einfach meine 100 von diesen Farben einfach mal benutzen. Aber ich weiß nicht, ich bin da irgendwie besessen von. Was ich halt cool finde an dieser Duochrom-Geschichte, ihr seht, ich gebe das wirklich jetzt sehr großzügig und großflächig aufs Lid auf. Es ist irgendwie, aus jeder Position sieht es anders aus und das finde ich ziemlich geil. Wollen wir gleich mal gucken, ob wir die Kanten noch ein bisschen verblenden können. Ja, es ist jetzt schon in Ordnung. Ja, kann man so machen. Ja, das lässt sich jetzt ganz gut verblenden. Kann man schon mitarbeiten. Und das machen wir da jetzt noch ein bisschen drüber. Den hier, ha? So ein bisschen. Wollen wir doch mal gucken, was das noch kann, das Zeug hier. Vielleicht taugt es ja als Topper. Mir hat jetzt auch jemand schon geschrieben, als ich das bei Instagram gezeigt habe. Ja, ich habe beide gleich wieder zurückgegeben, diesen Scheiß. Ja, ich würde dem vielleicht zustimmen, ja. Weil die verblenden sich quasi ins Nix. Und ein bisschen blenden muss man die schon können. Ne? Also ich kann es natürlich jetzt hier so dick auftragen, aber es muss ja auch trocknen. Und ich behaupte einfach mal, ich weiß ganz genau, wie man mit Creme-Lidschatten umgehen muss. Ich bin sehr, sehr leidenschaftlicher Creme-Lidschatten-Nutzer. Und auch Liquid-Lidschatten. Und deshalb, ja, das ist hier nichts. Ne? Also ich sehe jetzt auch, wenn ich versuche, den hier aufzutragen und ein bisschen zu verblenden, dann haut mir der Lidschatten, der da drunter ist, der haut mir jetzt ab. Seht ihr das? Der trägt sich hier jetzt komplett ab, je mehr ich blende. Alter Leute, ich habe das krasseste Fallout, sehe ich gerade. So muss das auch mal laufen, ne? Also ist nicht mal alles Friede, Freude, Eierkuchen hier. Ja, ne? Wie retten wir jetzt das Ganze? Also gut, das Fallout, das kriege ich jetzt so halbwegs weggefegt, denke ich. Wie rette ich jetzt meinen Lidschatten? Wartet. Ich weiß, wie ich ihn rette. Wenn wir schon die ganze Zeit von dem Produkt reden, holen wir es auch mal raus. MAC Blue Brown Pigment. Und Leute, das ist eins meiner liebsten Pigmente. Und ich habe das schon, keine Ahnung, gefühlte 100.000 Jahre. Und es wird und wird nicht weniger. Ich gehe da jetzt mal ein bisschen, ihr seht, toll, toll, ne? Ich gehe da jetzt mal ein bisschen rein. Gebe mir ein bisschen auf die Hand, weil man muss mit dem ein bisschen vorsichtig sein. Da ist es. Und dann presse ich mir das hier nochmal auf die Stellen, wo es einfach weggegangen ist. Ja. So muss das aussehen. So sollte es aussehen. Was habe ich jetzt für einen Haufen Gedöns auf meinen Augen, ey? Und vor allen Dingen auf meiner Hand. Meine Hand sieht auch gerade richtig cool aus. Oh Gott. Ja, schön. Gut, haben wir jetzt mal MAC Blue Brown wieder benutzt. Und es ist traumhaft. So, jetzt blende ich noch mal so ein kleines bisschen. Und dann reicht auch das Augen-Make-up.
lasse ich euch gleich mal nah dran, denn machen wir mal Mascara. Und da habe ich die hier, auch von Trended Up, die Sensitive Eyes Mascara. Und die habe ich gestern schon mal kurz im Studio benutzt, als ich sie gekauft hatte. Und ich finde, sie hat ein wunderschönes Bürstchen. So ein kleines Silikon-Plastikbürstchen, ne? Und ich war auch recht überrascht vom Ergebnis und von, ja, vom Auftrag einfach. Weil die fühlt sich so ein bisschen an wie die Roller Lash, also von Benefit, das ist ja meine Lieblingsmascara. Aber also ich kann jetzt nicht sagen, ob sie den Schwung so toll hält und so weiter, weil dafür habe ich sie einfach noch nicht wirklich getestet. Aber vom Auftrag ist sie halt ähnlich. Ne? Man kann die richtig toll aufbauen. Man hat nicht gleich so fette, verklumpte Wimpern, sondern man kann schön nochmal eine Schicht und noch eine Schicht. Und die Wimpern sind sehr schön getrennt, sehr schön aufgefächert. Ja. Erster Eindruck, gefällt mir die hier gerade richtig gut. Und wenn die jetzt auch noch hält und auch den Schwung hält und insgesamt einfach so ein bisschen toll aussieht, dann, ja, dann hole ich mir noch eine. Kommen wir zum spaßigen Teil, zumindest zu meinem Lieblingsteil, nämlich Gesicht. Und da, als ich die Zoeva Foundation bestellt hatte, gab es bei Douglas diese dazu quasi, die Zoeva The Basic Moment Gesichtspalette. Und ich hatte schon mal so eine, habe ich die überhaupt noch oder habe ich die verschenkt, verkauft? Ich weiß es gerade gar nicht. Die Pigmentierung. Naja. Pass auf, wir konturieren erstmal, ja. Ich gehe auch bewusst mit meinem Agro-Pinsel da ordentlich rein, weil für jemanden, der eine ganz, ganz softe Kontur haben will, für den ist das was, denke ich. Also das ist schon ein schönes Konturpuder, finde ich, aber ihr seht schon, ich muss da sehr hart mit dem Pinsel rein und ihr wisst, das ist was, was mich ein bisschen nervt, ehrlich gesagt. Ja, das ist nicht so mein Fall, wenn ich da so stundenlang drin rumrühren muss. Aber sie Basic Moment zu nennen, ist schon auf jeden Fall eine ganz gute Sache, weil ja, die ist wirklich sehr basic. Aber ihr seht, ne, ich muss schon echt viel tun, damit da Produkt auf meinem Gesicht landet. Und sowas nervt mich. Sowas nervt sie, die Jenny. Ja, ihr könnt sehen, ganz leicht ist hier was passiert, ne? Aber wirklich ganz leicht. Ich gehe noch einmal ein bisschen rüber. Ihr wisst, mein Gesicht ist rund, das kann ein bisschen Gedöns vertragen, ne? Das ist einfach so. Und mein Pinsel verliert gerade so Haare. Unfassbar. Ja, können wir erstmal so lassen. Lassen wir erstmal so und nehmen den Highlighter. Der ist wirklich Gold, ne? Also, ich weiß nicht, bei Basic Moment hätte man vielleicht was Champagnerfarbeneres nehmen können. Ich werde ihn jetzt trotzdem mal benutzen. Der ist aber sonst, würde ich sagen, okay. Also, der hat kaum oder hat keine groben Glitzerstückchen, so die ich direkt erkennen kann. Er ist ganz nett. Also, er ist halt ziemlich goldig, wenn ihr seht. Ich finde, er ist auch ein bisschen chunky, wenn ich ehrlich bin. Verbindet er sich nicht so toll gerade mit meiner Haut. Ich muss hier so ganz schön einarbeiten. Oh, nee, der ist nicht schön, der Highlighter, Leute. Der ist sehr, sehr klumpig und lässt sich nicht toll in die Haut einarbeiten. Muss ich jetzt gleich nochmal gucken, dass ich hier nochmal mit dem Pinsel, ja, versuche das ein bisschen auszublenden, weil es sehr, ja, so stark aufliegt irgendwie. Voll das Katastrophenvideo. Also zum Glück bin ich heute ausnahmsweise mal nicht
auf dem Red Carpet eingeladen. Deshalb ist es nicht so schlimm. Im Kino ist es dunkel. Oh Gott, ich habe überall auf meinem Oberteil Pinselhaare. Ey, ich schwöre, mein Pinsel verliert, glaube ich, gerade alle Haare, die er hatte. Rouge. Ich trage es mal auf, ja. Hallo, Rouge, wo bist du? Wo bist du? Ja, ist natürlich einfach viel zu soft, viel zu hell für mich. Also ich glaube, dass diese Palette durchaus für jemanden funktionieren könnte, der gesichtsproduktemäßig ganz, ganz, ganz simpel unterwegs ist und der keinen Bock auf Highlighter hat. Also muss ich leider sagen, ich kann ein bisschen verstehen, warum Douglas die als Gimmick dazu gibt, denn na, für mich ist sie gar nichts. Und wir ändern jetzt erstmal diese langweiligen Wangen. Warte, ich krieg mal in meine Schublade. Ja, Cover FX, wie heißen die Dinger eigentlich? Monochromatic Blush Duo in der Farbe Spice Cinnamon. Das ist doch schon ein bisschen eher mein Bereich, in dem ich mich so aufhalte. Ihr wisst, ich mache das alles so ein bisschen... Oh. Mit ein bisschen Humor, denn ihr wisst, ich stehe volle Lotte auf Rouge und der ein oder andere wird es Overblushed nennen, aber für mich ist es halt wirklich der spaßige Teil und das, was ich eigentlich am coolsten finde. Also nehmt es nicht so ernst, wenn hier viel Rouge auf den Wangen ist. La 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 la. Dieses Rouge ist so, wie ich es mag. Es ist sehr intensiv, wie ihr sehen könnt, ja. Also es ist nichts wirklich, das ist jetzt echt genau das Gegenteil. Das ist wirklich gar nichts für jemanden, der eine ganz leichte Hand bei Rouge mag, ne. Also das hat es richtig in sich. Und die sind irgendwie, waren alle so ganz, ja, geil auf diese Rouges von CoverFX. Und dann hat plötzlich gar keiner mehr drüber geredet. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie war es dann so weg. Und deshalb will ich das jetzt nochmal tun, denn es ist wirklich sehr schön, sehr intensiv eben. Ich denke, ich werde mir nochmal eine andere Farbe holen. Ich gehe jetzt übrigens mal hier in den Glowy-Ton rein. Vorsichtig und gebe mir das von hier hinten nochmal so ein bisschen runter. So, und jetzt ist es mit dem Highlighter auch nicht mehr so schlimm, weil von dem sieht man ja nicht mehr so viel. Haben wir übertrieben? Nein, haben wir nicht. Ich finde, manchmal, wenn ich Rouge auftrage, denke ich mir so, alles, was du vorher gemacht hast, hättest du dir sparen können. Du hättest keinen Bronzer gebraucht, keinen Highlighter, gar nichts, weil das Rouge überdeckt sowieso alles. Aber und wisst ihr, was mich so belastet, ist diese Rötung hier. Das macht mich fertig, Leute. Weil das sieht immer aus, als wäre ich mit meinem Rougepinsel so abgerutscht. Aber nein, hier, das ist kein Rouge. Das ist eine Rötung, die ich nicht abgedeckt bekomme. Egal. Ich wollte so ganz, ganz leichtes, dezentes Make-up machen. Und jetzt habe ich die krassesten Wangen ever. Okay, egal, passt auf. Jetzt sind wir eigentlich fertig. Naja, noch nicht ganz. Ich wollte mal wieder so ein bisschen was ganz Gutes benutzen, was ich schon lange nicht mehr benutzt habe, weil das Art Deco No Color Setting Powder hat so ein bisschen bei mir alles verdrängt. Aber in Wirklichkeit weiß ich aber, dass das geilste Puder ist. Und zwar das Laura Mercier Candle Glow. Und weil ich möchte gerne heute richtig abglowen, deshalb wird das jetzt hier einfach nochmal drüber gegeben. Ja, es ist geil, es ist halt nicht mehr so warm. Jetzt kann ich wieder so richtig Full Face tragen. Und jetzt habe ich auch noch von diesen Pinselhaaren, die mein BH Cosmetics Pinsel verloren hat, auch noch eins im Auge. Gott, dieses Puder, Leute, ne? Guck mal. Ein Traum.
Ein Traum. Jetzt machen wir schnell die Augenbrauen. Ziemlich langweilig. Der Precisely My Brow von Benefit ist, finde ich, einfach einer der schönsten Augenbrauenstifte. Wobei ich den Kat Von D. Wo bist denn du? Nein, das ist Revolution. Ohne Brille sehe ich nichts. Da. Kat Von D. Signature Brow. Eigentlich noch ein bisschen cooler finde, aber ich weiß, dass er sich zu Ende. Am Ende zu neigt. Deshalb benutze ich ihn gerade nicht. Schwachsinn, ne? Ich weiß. Ich fülle nur so ein bisschen Stellen auf, an denen die 90er meine Augenbrauen gefressen haben, ne? Ihr wisst's. Also habe ich schon Glück gehabt, ne? Also es gibt auch Leute, die in den 90ern Augenbrauen gezupft haben, so Ende der 90er, da hatte man ja so ultra dünne Augenbrauen, wo einfach nicht mehr viel nachgekommen ist. Ne? Da habe ich wirklich Glück gehabt. Also ich sag ja immer, ich muss mal gucken, ob ich ein Foto finde. Vor allen Dingen, ich erinnere mich genau, ich habe ein Foto aus der 5. Klasse oder so von mir. Da habe ich quasi so richtig, da habe ich so viereckige, buschige Augenbrauen, richtig geil. Also die haben gar, ich weiß gar nicht, wie die jetzt Struktur bekommen haben, weil ich zupfe fast gar nicht an meinen Augenbrauen. Also ich mache hier unten so ein paar so Einzelhaare weg, ne? Aber ich hatte früher echt so viereckige. Vielleicht, weil hier alles so runtergesackt ist oder so. Die waren wirklich so buff. Und dann hatte ich in den 90ern echt so ganz, ganz dünne Striche. Gut, vielleicht wird das irgendwann wieder in und wir finden das alle wieder ganz toll. Ja, man weiß es nicht, ne? Also in den 90ern mit solchen Augenbrauen, da ist ja voll raus gewesen. Also, das hätte ja gar nicht gegangen. Was hätten denn die Leute gesorgt? So. Das hier ist übrigens von Maybelline, dieser Fiber, wie heißt das? Brow Precise Fiber Filler. Das hat dieses Fischformbürstchen. Ganz ehrlich, ich weiß immer noch nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Es ist so geil, das Zeug. Ich liebe das. Das ist richtig, richtig cool. Aber ich glaube, das gibt es nicht mehr. Das ist mein Backup. Ich hatte davon ein Backup. Könnt ihr euch das vorstellen? Unglaublich. Setting Spray. Und da habe ich, das habe ich euch, glaube ich, auch noch nicht gezeigt, habe ich noch nicht benutzt in der Kamera. Einmal irgendwie ausprobiert und dann erstmal hingelegt. Von Glow Recipe. Ohne Brille, ne? Glow Recipe Watermelon Glow Mist. Und Glow, Glow, Glow. Also ich muss sagen, Watermelon, Leute. Das hat so ein feines Sprühaufsätzchen quasi, dass man immer denkt, man kriegt ja kein Produkt ab. Deshalb habe ich auch 100-mal gesprüht. Und es riecht extrem nach Wassermelone. Also es ist mega krass parfümiert. Aber es hat, glaube ich, nochmal das und Laura Mercier in Kombi. Wow, das ist immer voll schade, weil meine Kamera tatsächlich, finde ich, fängt immer diesen extremen Glow gar nicht auf. Meine Handykamera, ja, da sehe ich immer aus, als hätte ich mir so ein Stück Butter ins Gesicht geschmiert. Aber die Kamera, die, weiß ich nicht, die fängt das nicht so auf. Aber Leute, ich habe richtig den Glow. Boah, alter Schwede. Was machen wir jetzt auf die Lippen? Lippen. Ich glaube, wir machen Laura Mercier auf die Lippen. Und zwar, das ist ein Cream Smooth Lip Color in der Farbe Spiced Rose. Der ist so ein bisschen My Lips But Better. Und der trägt sich ganz toll. Natürlich schreibe ich euch alle Produkte, die ich benutzt habe, in die Infobox. Aber
Ich werde keine Preise dazu schreiben. Ich weiß nicht, irgendwer wollte das immer, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Google. Ja, also wenn ihr euch wirklich für ein Produkt interessiert, dann einfach mal bei Google eingeben und dann könnt ihr es wahrscheinlich auch schön kopieren, was ich euch da reingeschrieben habe und dann bei Google rein. Weil immer die Preise rauszusuchen, das ergibt für mich keinen Sinn, muss ich ehrlich gesagt gestehen. So, ich habe hier noch einen Pinselhaar auf meiner Nase. Meine Güte, ich sehe aber jetzt ganz schön gut aus, finde ich. Also, ja, gefällt mir. Gefällt mir. Also, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mal einfach wieder nur so rumzuspielen. Und und vor allen Dingen finde ich den Glow auch gerade mal wieder geil, weil ich habe sehr viele Foundations in der letzten Zeit auch getestet, die halt nicht so einen krassen Glow haben, sondern eher semi-matt bis matt sind. Und deshalb bin ich jetzt gerade mal wieder total glücklich mit meinem Glow. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.